wanna do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Seid gegrüßt da draußen und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Metal-Zwerg und im Gepäck natürlich die Prognose. Diesmal für den 22. Spieltag der Bundesliga. Der erste FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund. Ja, Nürnberger aktuell letzter Platz in der Liga. Trainer ausgeworfen, da ist viel Hickmack. Und beim BVB sieht es auch nicht besser aus. Viel verletzten Pech. Dann noch gegen Eintracht Punkte weggeworfen. Im DFB-Pokal raus, dann gegen Hoffenheim wieder 2 Punkte weggeworfen und dann in der Champions League auch noch die 3:0 Niederlage auswärts kassiert gegen Tottenham, das fast schon das sichere Aus für den BVB bedeutet. Der BVB müsste im Rückspiel 4:0 gewinnen, also da brennt es richtig bei beiden Vereinen. Ja, hier haben wir die Aufstellung vom 1. FC Nürnberg, die musste am 21. Spieltag auswärts ran gegen Hannover. Da gab es eine 2:0 Auswärtsklatsche für sie. Und ich glaube, der 1. FC Nürnberg, wenn er nicht mehr den Dreh schafft, dann war es das wohl mit den Abenteuer-Bundesliga. Aber der 34. Spieltag ist noch hin, da kann auch viel passieren. Ja, der BVB müsste hier gewinnen gegen die Nürnberger, da die Bayern am Samstag gewonnen haben. Heißt, sind bis auf 2 Punkte dran. Hier haben wir die Aufstellung vom BVB aus dem Spiel gegen Tottenham. Im Tor natürlich Böki, dann Diallo, Zagadou, Toprak und Hakimi. Im Mittelfeld. Und hier haben wir eine grafisch nicht so korrekte Anzeige. Ihr seht, ich bin jetzt gerade selber verwirrt. Also, da wurde ein Streich gespielt. Natürlich Pulisic und Sancho auf den Verteidigerpositionen. Mario Götze als Stürmer und Dahoud neben Axel Witzel im Mittelfeld. Da hat die Grafik etwas rumgesponnen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Der BVB ist aktuell so in einer kleinen Krise, kann man sagen, jetzt im Saisontief. Aber das darf man natürlich nicht nur auf die Verletzten zurückschieben, aber auch die ganzen vergebenen guten Siege und Punkte. Das ist natürlich erstmal was, was man aus den Köpfen rauskriegen muss. Und das geht nicht innerhalb von ein paar Tagen, das kann schon mal etwas länger dauern. Und jetzt Götze. Geht mal, dreht nochmal ab. Christian Pulisic. Jetzt Diallo, ganz weit vorne mit. Und wieder Götze. Kann sich da nicht gegen Behrens durchsetzen. Nochmal in die Mitte, Pulisic. Thomas Delaney. Auf Dahoud. Ja, die Klubber machen hier ganz schön den 16er dicht. Da kommt die Flanke rein, aber Axel Witzel kommt da nicht ran. Und der Ball geht ins Aus. Einwurf für den BVB. Ja, der BVB müsste hier punkten, um ordentlich Abstand zu kriegen von 5 Punkten. Oder beim Unentschieden sind es nur 3 Punkte. Also hier wird der BVB auf jeden Fall kämpfen, aber auch der Club wird hier nicht aufgeben. Die wollen auch fighten, die wollen den Punkt mitnehmen oder sogar einen Sieg rausholen. Man darf Nürnberg nicht unterschätzen. Und jetzt der lange Ball, aber das ist kein Problem für Böki. Ja, auch nochmal zurückzukommen. Viel Verletztenpech beim BVB. Paco fällt länger aus. Julian Weigl ist noch nicht hundertprozentig fit. Marco Reus auch noch nicht. Der wird dem BVB mindestens noch 1 bis 2 Spiele fehlen. Das ist natürlich schlecht. Auch und jetzt der Ball von Toprak ins Aus. Und
Und Behrens jetzt gegen die Jallo. Ach, der Ball kommt nicht rein. Bleibt aber im Ballbesitz weiter. Und da wird der Ball geklärt. Und Axel Witzel kommt da nicht ran. Die Klubber machen das hier gut. Und jetzt hat die Jallo nicht aufgepasst. Ging in den Rücken. Aber jetzt nochmal wieder die Jallo. Götze. Ah, zu ungenau. Kein Problem. Valentini nimmt den da auf, aber jetzt Christian Pulisic auf Dahoud und Dahoud. Ah, köpft noch Lenomo rüber. Jetzt Axel Witzel. Dreht ab. Flanke kommt rein, aber der BVB kann sich dann nicht durchsetzen und der Ball geht ins Aus. Einwurf für den BVB. Und wie schön, dass Mario Götze da unten durch den Kameramann durchläuft. Und Diallo verliert jetzt hier den Ball, aber auch der BVB kann nachsetzen. Bleibt jetzt im Ballbesitz. Jadon Sancho. Auf Pulisic. Ach, da geht der Ball durch. Und jetzt Thomas Delaney. Aber auch keine Chance für den BVB gerade. Die Niederlage vom Champions League Spiel sitzt wohl noch sehr tief. Und die Gegner für den BVB werden auch nicht leichter werden. Der ging noch weit daneben. Ja, am 23. Spieltag zum Beispiel muss der BVB gegen Leverkusen ran. Also da wird es auf jeden Fall auch knifflig werden. Oder zum Beispiel jetzt am 24. geht es dann gegen Augsburg. Und am 25. Spieltag Stuttgart. Also da kommen schon einige Aufgaben. Und dann warten natürlich auch noch das Topspiel gegen die Bayern, Rückspiel. Da wird sich auch noch ordentlich was tun und hoffentlich lichtet sich das Krankenlager beim BVB. Jetzt Dahoud, der ist da mal durch, der Pass zieht ab, aber er versemmelt das Ding und es geht auch am linken Außenpfosten vorbei. Ganz knapp am 1-0 vorbei. Der BVB macht immer gute Chancen, erarbeitet sie sich, aber kann sie dann nicht verwerten. Das war schon das Hauptproblem gewesen in den letzten Spielen. Aber die Nürnberger hier, die machen, das muss man jetzt wirklich mal loben, machen das gut. Bis jetzt noch 0-0. Im Hinspiel, glaube ich, stand es da schon 3-0, 4-0. Jetzt Götze nach klasse Vorarbeit von Axel Witzel. Die Flanke aber auch wieder zu ungenau. Sancho setzt da nochmal nach. Kann sich den Ball erarbeiten. Dreht ab. Thomas Delaney. Hakimi. Delaney. Jetzt Axel Witzel. Zieht mal ab. Aber auch hier der Schlussmann, der Klubber, kann den Ball da ohne Probleme ins Auslenken. Und jetzt Mario Götze mit die Ecke reinbringen. Die Ecke kommt. Zagadou, aber und der Ball auch wieder drüber. Der BVB heute wieder hier im Torpech. Und auch wieder die Ecke ging nicht rein. Nochmal Dahoud, Hakimi, Dahoud. Und da ist jetzt der Ballverlust. Und jetzt können die Klubberer mal hier das Spiel schnell machen. 2 gegen 2, der Konter läuft. Und die Flanke kommt rein, aber auch da ist die Flanke zu lang. Da bedankt sich die Jallo. Und der Ball geht hier ins Aus. Na, der BVB wirkt hier etwas ratlos. Man merkt, die Niederlage gegen Tottenham, die steckt immer noch im Kopf drin, auch das Pokal aus.
Sie spielen nicht so befreit und die Klubberer machen das hier gut. Und da oben ist jemand liegen geblieben. Kann jetzt nicht erkennen, wer das ist. Und 2 Minuten gibt es nochmal oben drauf. Axel Witzel. Und die Flanke aber auch wieder zu ungenau. Und jetzt kann es mal für die Nürnberger schnell gehen. Aber da wird es auch wieder gestoppt. Nicht schnell umgesetzt. Und das auch erstmal der Halbzeitpfiff. Ja, mit dem klassischen 0-0 geht es erstmal in die Halbzeitpause. Und pünktlich mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit bin ich wieder zurück. Ja, die zweite Halbzeit wissen wir schon aus den letzten 2 Spielen gegen Hoffenheim und gegen Tottenham. 45 Minuten hat der BVB top gespielt und dann kam immer der Durchhänger. Und hier auch direkt wieder so ein Fehler, genau wie im Spiel gegen Tottenham. Da ging es auch los, nicht mal 5 Minuten gespielt und da stand es schon 1-0 für Tottenham in der zweiten Hälfte. Jetzt gleich wieder so ein Fehler hier am Anfang. Aber das kennt man auch ein bisschen beim BVB. So, ja, Tabellenletzter, ich sag nur so, ja, HSV, ne? Damit kennt man sich als BVB-Fan aus. Da gab es meistens immer Punkte dann für den HSV gegen Tabellenletzten. Und jetzt hier die Nürnberger auch. Ganz recht der Abschluss, aber da war noch ein Bein zum Glück dazwischen von Hakimi. Hiera hätte es sonst da wirklich gemacht. Letzter Kopfball, aber hier BVB kann im Ballbesitz bleiben. Und die Klubberer spielen jetzt hier ein 4-4-1-System und mal durchgesteckt, aber Axel Witzel kommt da nicht ran. Und der lange Ball nach vorne, aber Abseitsposition und wir sehen einen Wechsel, die 13 für die 10. Mario Götze geht runter und Rafael Guerrero kommt neu dafür auf den Platz. Und auch bei Nürnberg wird gewechselt. Rein geht runter und Fuchs kommt neu auf den Platz. Und der lange Ball nach vorne. Und Thomas Delaney arbeitet sich da Hut gegen Leibold. Und Valentini kann das da abwehren. Aber auch der BVB bleibt wieder dran. Jetzt kommt mal ein bisschen Tempo in die Partie. Jadon Sancho, Hackenabsatztrick. Ah, Diallo, Guerrero, keiner will so recht in den 16er. Und wieder Christian Pulisic. Der kann da auch noch im Ballbesitz bleiben, aus der Drehung. Ah, keine Chance. Der Winkel war zu steil. Und Guerrero, ah, da kommt er nicht mehr ran an den Ball. Und wir sehen hier den nächsten Wechsel. Abdo Diallo geht runter und Marcel Schmelzer neu dafür auf den Platz. Ja, Diallo ist nicht hundertprozentig fit und das ist sowieso nicht seine Position als LV. Und jetzt wieder hier der die Nürnberger verlieren dann die Ball. Da hat Schmelzer gut geschaltet. Und jetzt Guerrero, ah, kommt da nicht an den Ball. Schade, zu weit vorgelegt. Und der lange Ball nach vorne. Und Schmelzer in die Mitte. Ah, der BVB kommt da auch nicht so recht durch. Das machen die vom 1. FC Nürnberg hier wirklich sehr gut. Und der Ball kam auch ein bisschen planlos. Oh, Ballverlust hier. Jetzt haben wir hier die Nürnberger Amt mit Zaun. Piera zieht ab, aber Roman Bürki fischt den Ball da ohne Probleme raus. Und macht das Spiel jetzt auch schnell. Axel Witzel reitet den Ball weiter, aber
Ach, kommt da noch glücklich wieder an den Ball. Doch, jetzt verliert ihn. Der Ball geht ins Aus und ein Hof für die Nürnberger. Und auch der nächste Wechsel. Die 10 für die 21. Martinez geht runter und Kerr kommt neu auf den Platz. Langer Einwurf auf Kiera. Behrens, der kann sich da jetzt gegen Schmelzer durchsetzen. Die Flanke kommt rein. Aber Hakimi kann den Ball da rausköpfen. Aber der Club bleibt dran. Kiera wieder. Geht da durch. Und Ömer Toprak kann das dann nicht hundertprozentig klären. Gut, dass er den Ball da nicht voll getroffen hat. Und Everton. Leibold. Jetzt wieder Kiera. Jetzt wackelt der BVB. Und Schmelzer dann ganz kurz vor Schluss noch rangekommen. Jetzt wollen die Nürnberger hier das anscheinend wissen. Der BVB schwächelt und Schmelzer wieder da mit dem Ball raus. Der BVB zieht sich hier zurück. Und Axel Witzel, Dahoud. Und Hakimi jetzt nach vorne mal auf Dahoud. Aber der geht da auch nicht gegen Everton durch. Jetzt ist er durch. Die Flanke kommt. Axel Witzel kommt aber auch wieder nicht ran. Der wurde da übersprungen. Und jetzt Behrens konnte sich da gegen Schmelzer durchsetzen. Der lange Ball nach vorne. Toprak kann da gerade noch den Fuß hinhalten. Und somit gibt es die Ecke für die Nürnberger. Und der nächste Wechsel beim BVB. Axel Witzel geht runter und Maximilian Philipp neu dafür auf den Platz. Und der Ball kommt rein, aber auch die Nürnberger können das dann nicht nutzen. Und Thomas Delaney, Hakimi auf der Hut, aber der kann da auch nicht durchgehen. Und der lange Ball auf Behrens. Und Schmelzer kann da stören. Sagadou geht hin. Ah, Guerrero verliert da jetzt aber den Zweikampf. Fuchs auf Valentini. Und ach, Schmelzer steht da noch im Weg. Aber der Ball ist noch nicht geklärt. Jetzt ist er erst geklärt. Das machen die Kurbereien hier wirklich gut. Und der BVB findet jetzt auch nicht so die Lösung, gerade um da durchzukommen. Sehr ausgeglichen bis jetzt. Und Hakimi mit der Flanke auf Pulisic, der schließt ab, aber auch ins Außennetz. Ja, ihr seht, er flucht. Und auch noch wieder ein Wechsel bei den Nürnbergern. Wir sehen es auch gleich eingeblendet. Ishak neu auf den Platz und Knöll ist runtergegangen. Und viel Zeit ist hier nicht mehr. Und der BVB jetzt nochmal. 3 Minuten gibt es nochmal. Und der Ball ist im Aus. Einwurf für die Nürnberger. Ishak. Kiera. Fuchs. Oh, hier wird es nochmal eng. Ein Glück. Da ist der Nummer 11, der Ball versprungen. Und Sagadou kloppt den Ball da raus. Und da ist auch der Schlusspfiff. Ja, der BVB und der 1. FC Nürnberg trennen sich diesmal torlos. 0:0. Ja, ihr wisst ja wieder, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kritik und Anregung ab in die Kommentare. Auf den Abo-Button hier drücken. Ich sag ciao, euer Metal-Zwerg.